Gesucht wird der kompakteste nordische Kombinierer in den nächsten drei Tagen. Hans-Peter Pohl und Roman Knobloch begrüßen Sie zum Seefeld-Triple am Freitagmittag. Hallo und herzlich willkommen. Servus. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und Kircheisen, er hat gesagt, die Schanze ist jetzt nicht so meins. Das ist nicht die Schanze, die ich jetzt unbedingt in mein Herz schließe, aber er ist... Und das haben wir auch in den letzten Wettkämpfen gesehen, auf der Schanze viel, viel besser in die Saison gestartet als noch vor einem Jahr. Und er ist in Schlagdistanz. Jason Lamy-Chapeau, auch er zählt hier zu den ganz heißen Favoriten. Grundvoraussetzungen sind hier gute und weite Sprünge. Die Basis kann er jetzt legen. Und zumindest hat er erst einmal das Fundament gesetzt. Johannes Wurzeck, der... Mann aus Oberstdorf, 23 Jahre jung, der Silbermedaillengewinner mit dem Team von Sotschi. Er war Zweiter im letzten Jahr, Vierter. Und am zweiten Tag war er Zweiter, also bei der normalen Gundersen-Variante. Einsprung 10 Kilometer laufen, aber in der Gesamtwertung Vierter am Ende. Das sollte ihnen Mut und Auftrieb geben. Vor diesem Mann ziehe ich den Hut und ich drücke ihm ganz fest die Daumen. Bernie Gruber, er hat gesagt, wichtig ist das erste Springen hier in Seefeld. Da kann man das Triple zwar nicht gewinnen, aber man kann es verspielen. Alles Gute, Bernie. Super. Und er ist auch in richtig guter Laufform. Und weiß nicht, ist das jetzt Freude oder ist das Fluchen? Das ist hier noch nicht ausmachbar. Also sicherlich. Fangt mich, wenn ihr könnt. Catch me if you can. Das Motto von Erik Frenzel, dem Trippelsieger. Bei der Premiere im letzten Jahr. Und das will er natürlich wiederholen. Und ganz schnell hinein in den letzten Wettkampftag, in die entscheidende Disziplin beim Seefeld-Triple. Hans-Peter Pohl und Roman Knobloch freuen sich gemeinsam mit Ihnen auf ein großes, spannendes Finale. Und Howard Clemensen, der das Springen heute Vormittag gewonnen hat, die beiden Sprünge, ist mit 1 Minute 30 vor Bernhard Gruber und 1:33 ins Rennen gegangen. Aber der Deutsche und der Österreicher, die kommen von hinten angestürmt. Jetzt freuen wir uns erst einmal auf einen Zieleinlauf. Auf den Sieger von Seefeld. Zum zweiten Mal gewinnt er hier dieses Triple. Neben den Weltmeisterschaften für die Athleten das schönste Event in dieser Saison. Erik Frenzel, Erster am Freitag. Erik Frenzel, Zweiter am Samstag. Und Erik Frenzel, Superstar, Dritter am Sonntag. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an den Mann aus Oberwiesenthal. Sensationell, er ist der kompakteste Kombinierer in dieser Saison. Wieder einmal mehr und wir freuen uns. Und jetzt gibt es auch die Fahne. Ja, er nimmt die Deutsche. Ist ja gar nicht so einfach hier. Sehr schön, da freuen wir uns. Ja, wirklich sehr schön. Und ja, das sind auch tolle Momente, logischerweise. Das zu genießen in diesem Fahnenmeer, schaut euch das an. Wahnsinn. Howard Clemensen auch. Aller Respekt. Genau. Howard Clemensen und dahinter gibt es einen Kampf zwischen Watabe und Ritzek. Und momentan Ritzek ein kleines bisschen vorn. Nein, der Japaner. Na, ist denn das die Möglichkeit? Und Schmied geschlagen. Die Amerikaner spielen hier keine Rolle mehr. Wir müssen jetzt einfach mal ganz schnell umschalten. Da kommen sie. Jawohl. Also, Gruber, Grobak und Riesle. Otter ist weg und jetzt geht es los. Fabian Riesle zieht hier den Sport an. Ohne Stöcke, beide. Gruber ist auch noch dabei. Grobak. Auch Gruber in der schlechten ja. Position, ja? Ja, und Grobak ganz außen, links außen. Riesle von uns aus zu sehen, ist der Grobak vorn und wird das Ding nach Hause laufen. Ja, und es ist eigentlich die dritte Auflage. Wiederum Grobak vor Fabian Riesle im Sprint. Zumindest 0,9 und nicht nur eine Zehntelsekunde an diesem Tag, aber sensationell. Gratulation für diesen Wettkampf, für die Spannung, für den Spannungsbogen. Also es ist auch eine Wettkampfform, die muss man absolut hochhalten und den Zuschauern beibehalten. So, das war's aus dem Flamestar. Morgen sind wir wieder da, Hans-Peter Brunn, Roman Knobloch sagen Tschüss.